Moment, was? Das war so einfach. Jetzt habe ich mir die ganzen scheiß Pins umsonst aufgeschrieben. Fuck. So, ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange. Wir waren das letzte Mal dabei, hier das kleine Puzzle zu knacken und wir haben so circa die Hälfte davon fertig gebaut und haben jetzt die näheren Hinweise. Und ich glaube, das setzt uns diese Folge dran. Ich hoffe, ich verkacke nicht Major. Wir fangen wieder ganz oben mit Franks Hinweisen an. Okay, ach du Scheiße. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Ecstasy, Thai-Stick, Cocaine, GHB, Firebutt, 3 Blätter Acid, Green Dream, Ecstasy, 5 Pillen. Ah, okay. Wir müssen ja rausfinden, wer Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Das ist, ach du Scheiße. Frank sure is keeping his customers satisfied. Ich he could merk's. Open a store. Ja, ich sehe, wie viel Money der damit macht. I wonder what dog name Frank would have given me. I'm getting a contact high just reading this. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Nathan's rot. Okay. Oh, wait. Ah, fuck. Das war falsch. Ich muss, glaube ich, die ganzen Papers mit Nathan finden. I see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay, hier ist kein Rot. Oh nein, ich wollte. Oh. Ich muss Y drücken, genau. Rot? Nein? Rot? Ja? Rot? Nein? Rot. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Ja, wir haben was fertig und jetzt müssen wir auf Davids Hinweise eingehen. Das ging auch schon mal ganz gut voran. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Oh, Jesus Christ. Ah, okay. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Just this once. Lehne There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating. That's definitely Chloe's car. Sehr schön. Also das können wir schon mal Interesting. Is this Nathan's car? Wowzer. This looks like an expensive machine. Who does this car belong to? Ich überlege gerade, haben wir irgendjemanden das Rücklicht, upsala. Das Rücklicht ausgeschlagen, weil das ist in mir kaputt. Das muss Nathans Auto sein. Das hier. Oh nein, ah nee, okay, da ist das kaputte Rücklicht auch drauf. Ah, okay. Dann sind die zwei schon mal zusammen. Die Frage ist, wie matche ich das jetzt mit Koordinaten? Who else was David tracking here? Yep, another car David was tracking. Why the hell are you following these people? And to where? Wait. Okay, das hier ist das Nummernschild SXFT. Okay, das ist Chloe. Das ist ein anderes. SXFT, genau. Dann ist es das hier und das hier. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Oh, nice, okay. Wir sind nah dran. I can see you know how to rock that big board. Ja, ich bin selber von mir erstaunt.
Okay, let's start hacking. Hacken. Oh, okay, nice. Okay. Bla 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 bla. Ziel von Arbeit, Durchschnitt 3, 7 bis 4. Wir entsperren das Handy. Fuck, ich hab den PIN noch nicht. Oh, wait. Warte. Oh nein. Oops, bad code. Ja, okay. Unbedingt ändern. Uff. Ah, okay. Dann muss ich mal gucken, was für Nummern stechen hier raus. 5555 0198 706. Okay. Kann ich jetzt irgendwas hier finden? 9 9 9 5 3 5. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Sorry. Das ist eine 3. Bin 431. Ist das vielleicht auf die Schülerakte? Irgendwie ist keiner dieser Nummern hier drauf. Soll ich einfach alle durchprobieren? Bitte sag mir nicht, dass es hier eine maximale Anzahl an Codes gibt, die ich eingeben kann. You locked it, dumbass. Fuck. No, jetzt muss ich jedes Mal den fucking Puck eingeben. Ich brauche einen Stift. Ich brauche außerdem auch einen Zettel. Okay. Wir haben Stift und einen Zettel besorgt, weil ich regel den Scheiß ganz hier nicht ohne das. Okay, weg mit Mauspad und allem. Rückseite. Ja, jetzt nehme ich hier doch tatsächlich selber an dem ganzen Scheiß teil. Wir haben einen Punkt, der ist 8, 7, 8. 9 7 8 0 8. Damit haben wir das schon mal aus dem Weg. Außerdem haben wir einen Haufen potenzieller Pins. Und zwar 0058, aber der ist schon weg. Das heißt, es bleiben nur 3988. 542 ist kein richtiger Pin. Aber ich schreibe ihn mal an die Seite. 542. Dann haben wir noch 93. Nee, wir haben 9535. 4, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 1. Stecht hier irgendwo eine 542 raus? Nein. Wir haben den Durchschnitt. Das sind auch nur drei Zahlen. Das ist 3, 7, 4. Wir haben 7063. Wir haben das nochmal. 1010 8603. Und wir haben 1995. Hm, 2908 eventuell auch noch, 29. August. Aber wir geben jetzt erstmal den Puck ein. Das könnte wahrscheinlich das Schwierigste sein, das Rätsel. Das ist 8, 7, 8, 9, 7, 8, 0, 8. Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide.
Moment, was? Das war so einfach. Jetzt habe ich mir die ganzen scheiß Pins umsonst aufgeschrieben. Fuck. Oh Mann. Egal. Was geht, brauch G. Krass wahrscheinlich. Okay, cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft. Arschloch, G war. Oder? Beruhig dich, bring's mir auf den Weg, bleib weg, Bullen am Strand. Okay. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club Party. Ah, das ist Frank. Weil der hat das Pompidou-Bild. Oder das Hundebild. Okay, next. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Keine Zeit, die Zahl ist doppelt allerdings, wie du hast. Ist nicht bar, keine Spielereien, Adresse. Ich rufe dich an für den Weg, beschreibe auf dem Weg, hast das. Halt das Geld bereit. Drug dealer drama. Alter, bist wach, was willst du? Kokain, Skido Acid, du zahlst den Nachtaufschlag. Lass mich nicht warten, sorry, wegen vorhin brauch mehr, bist du da? Was zum Fick? Komm nicht und fick dich. God, Nathan, you're out of control. Oder wait, hä? Nee, das ist doch nicht Frank. Warum hat er ein Hundebild? So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Holy fuck, Nathan. No, Nathan, it's time for you to watch out. Asshole. Hey, Note, ihr Menschen gehören ausgelöscht. Is this from Nathan's father? That's brutal. Keine Zeit mehr für die Dummheiten. Selbst den Erwachsenenbehandel beeindrucke mich. Nichts wäre mir lieber, als stolz auf dich sein zu können. Arbeite dran. Mies. Das war alles, was wir sehen konnten? Keine Bilder oder so? Untersuchen. Final. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Oh, okay, jetzt müssen wir durch alles durchgehen. Och nee. Okay. Wir fangen hiermit an. Load the bowl. Das war wohl das Falsche. Oh, fuck. Das war wohl das Falsche. Nämlich die. Oh. Okay, das könnte was sein. Und das könnte was sein. Blackwell um 22 Uhr. Okay, wir müssen hier auf die Uhrzeit achten. Blackwell um 17.40 Uhr. Wann war die Vortex Club Party nochmal? So, this infamous party was the 4th. Am 4. nach 8. Okay, das kann nicht. Das kann es eigentlich sein, oder? Ne, am 3. Okay. Am 4.10. Oder? 4.10. So, this infamous party was the 4th. Genau, 4. Oktober. 4.10. Oh, im Nirgendwo. Das ist es. Das müsste sein. Das müsste eigentlich sein. Okay, wir haben, das ist das hier. Wir können es eigentlich markieren. Aber wir müssen auch die richtige Zeit finden. 23 Uhr. Es war gegen 23 Uhr, oder? Genau. 23 Uhr. Nope. Brauch Gras, aber es ist. Ich weiß nicht, was GHB ist, verurteilt mich nicht. Das könnte es auch sein. Genau, 4.10. Das war am 7.10. Das war am 30.09. 4.10. Hier, es müsste eigentlich das hier und das hier schon mal sein. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Dann gibt's den 4. That beach is like Frank's main office. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Somebody is stocking up on gas. Why?
If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she... Oh, that has to be the Prescott Estate. Poor rich Nathan. 14. Aber das ist nicht die richtige Uhrzeit. Not much out there. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Nee, es muss das sein, weil das ist nirgendwo. Und sie hat gerade sowas Ähnliches gesagt, also muss das sein. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody. Except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Holy shit, this is scary. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Alles klar. Wir sind nun bei der Scheune und ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder an dieser komischen Gruselscheune. Aber das sieht echt komisch aus und es ist so komisch still hier und die Atmosphäre ist echt ein bisschen hart creepy. Okay. Und was Warren in der nächsten Folge meint, sehen wir dann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen und ciao.